und herzlich willkommen bei der Dialekte-Hotline. Mit welchem Dialekt kann ich Ihnen heute helfen? Mit Kölsch, bitte. Gerne. Einen Moment, ich verbinde Sie. Guten Tag, ich bin nicht Witzels Annika, bin 34 Jahre, ich bin Journalistin, ich komme aus Köln und ich tue nicht Kölsch wade. Hallo Annika. Hallo. Kannst du das Ganze noch mal bitte einmal auf Hochdeutsch sagen? Jut. Hallo, ich bin Annika Witzel, bin 34 Jahre alt, ich bin Journalistin, ich komme aus Köln und ich spreche Kölsch. Dein Dialekt wird eigentlich nur in einer Stadt ganz im Westen von Deutschland gesprochen. Kann man das so sagen? Ja, also es würde auf jeden Fall jeder Kölner dir so bestätigen, dass es nur hier das echte Kölsch auf jeden Fall gibt. Was ist das Besondere an der kölschen Aussprache, würdest du sagen? Ich würde sagen, die ist A, sprichst du Kölsch eigentlich nicht, sondern du singst es. Man verfällt automatisch in so eine Sing-Sang. Hörst ja schon, wenn ich dir was erzähle. Ja, das ne? höre ich. Und das passiert eigentlich automatisch, wenn man Kölsch spricht. Dann ist es, man kann es auch sehr gut sprechen, wenn man vielleicht ein bisschen was getrunken hat. Weil man muss nicht mehr so wirklich gut und klar artikulieren, sondern die Zunge kann einfach ein bisschen faul sein. Und dann passiert das automatisch. Also es ist auch sehr freundlich für, wenn man einen lustigen Abend haben möchte beispielsweise. Den Buchstaben G gibt es eigentlich nicht. Es gibt kein G. Nee, also auf jeden Fall am Anfang des Wortes ist eigentlich immer ein J. Gefühl, genau, großartig. Und das CH gibt auch nicht. Also Kirche gibt nicht, das ist die Kirsche. Und China gibt es dann auch nicht, das ist dann China? Ja, China. Na klar. Annika, was wäre denn so ein Satz, der mir im Alltag auf jeden Fall weiterhilft auf Kölsch? Also wenn du ein kleines Hüngerschön verspürst beispielsweise, würde ich dir empfehlen, kannst du mal was zu essen bestellen. Und dann würdest du sagen, ich hätte gern eine halbe Hahn. Ich hätte gern eine halbe Hahn. Halbe Hahn. Halbe. B gibt's auch nicht, oder wie? Das ist ein V. Halbe Hahn. Ich hätte gern eine halbe Hahn. Sehr gut. Das war sehr, sehr gut. So, und was meinst du, was du dann bekommst, wenn du das bestellst? Ich nehme jetzt mal an, ein halbes Hähnchen. So, und das ist der Anfängerfehler. Wenn du in Köln eine halbe Hahn bestellst, dann kriegst du ein Röggelchen. Das ist ein Roggenbrötchen mit Gouda. What? Und sprechen noch viele so, auch viele in deinem Alter? Oder ist es wirklich nur noch bei den Älteren verbreitet? Meine Oma spricht es auf jeden Fall wesentlich besser als ich. Mhm. Es ist bei mir und ganz vielen in meinem Alter so, wir verstehen höchstwahrscheinlich noch sehr viel mehr, als wir selber sagen können. Also es geht leider langsam verloren durch den Karneval, die Karnevalsmusik, die auch sehr häufig auf Kölsch stattfindet. Wird es wieder so ein bisschen mehr ins jüngere Gedächtnis getragen, sozusagen. Gut, nach dieser ersten Einführung würde ich sagen, lass uns mal so ein paar Vokabeln durchgehen. Was heißt denn zum Beispiel Hallo? Tag. Tag. Also, wenn du nett sein willst, fragst du Tag, wie ist es? Nehmen wir mal an, irgendwer hat irgendwas richtig gut gemacht. Was würde man da sagen? Also, wenn jemand was überraschenderweise gut gemacht hat, dann kann man sagen Yeses. Also so hoch um Jottes Willen, also Yeses. Dat war jod. Yeses, dat war jod. Genau. Ist das normal, dass man sich, wenn man Kölsch redet, direkt 20 Jahre älter fühlt? Ja, also man fühlt sich immer 20 Jahre älter, 30 Kilo schwerer. Und man hat auch irgendwie direkt das Bedürfnis, so den Nächsten in den Arm zu nehmen und ein bisschen zu schunkeln. Also mir geht das so. Und wenn ich jemanden nach seiner Telefonnummer fragen möchte, wie würde ich das machen? Dann würdest du wahrscheinlich sagen, tu mir mal den Nümmersche. Tu mir mal die Nümmersche. Ding Nümmersche. Tu mir da. Tu mir mal Ding Nümmersche. Tu mir da. Tu mir mal Ding Nümmersche. Ja. Warum Ding? Ding heißt deine. Und Nümmerschen ist dort, ne? Der Kölner an sich macht ja gerne ein bisschen niedlich und so, ne? Nümmerschen. Was ist denn dein absolutes Lieblingswort im kölschen Dialekt? Der Flugzeugträger. Weil alle Gs, die in diesem Wort vorkommen, ne, eigentlich Flugzeugträger, die werden alle anders ausgesprochen. Flugzeugträger. Würdest du sagen, dass der kölsche Dialekt die Mentalität der Kölnerinnen und Kölner auch gut widerspiegelt? Zu 100%. Man nimmt alles auch mit so einer gewissen Leichtigkeit und ach, das wird schon alles. Es ist auch nicht schlimm, wenn man mal was verhuschelt. Man wird trotzdem verstanden und das ist irgendwie sehr, ich finde, das spiegelt der kölsche Dialekt sehr gut wider. Gibt es denn im Kölschen auch so Wörter,
wo man niemals drauf kommen würde, was die bedeuten. Was könnte denn zum Beispiel eine Plüschprumm sein? Wie? Eine Plüschprumm. Plüschprumm. Irgendwas mit Plüsch? Wenn ich dir jetzt sage, dass eine Prumm eine Pflaume ist. Plüschpflaume. Richtig, ein Pfirsich. Ich glaube, ich bin jetzt bereit für die Dialekte-Challenge. Oh. Du könntest mal einen Satz auf Kölsch, der recht schwierig ist, sagen und ich werde versuchen, ihn zu lernen. Okay. Ruth Wies, kritt ma an je bore, in de weesch irin je lad. Wie lang ist denn dieser Satz? Ich habe überhaupt nichts verstanden. Ruth Wies. Ruth Wies. Kritt ma an je bore. Ruth Wies, kritt ma an je bore. Sehr gut. In de weesch irin je lad. In de weesch irin je lad. Ja. Ich habe das Gefühl, ich spreche eine komplett andere Sprache, aber Deutsch ist das sicherlich nicht. Es ist Kölsch. Ruth Wies. Aha, was könnte das heißen? Rot-Weiß. Sehr gut, sehr, sehr gut. Oh. Kritma Anjebore. Wonach klingt Anjebore? Angeboren. Ja, sehr gut. Ah, Rot-Weiß kriegt man angeboren? Ja, also Rot-Weiß ist angeboren quasi. Und der zweite Teil ist in de weesch irin je lad. Ah, in die Wiege gelegt. Sehr gut. Bin sehr stolz auf dich. Das ist aus einem Song, den besonders die Kölner FC-Fans, also FC ist der erste FC Köln, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Der Fußballclub. Die haben eine Hymne, die haben aber auch eine heimliche Hymne. Und aus dieser heimlichen Hymne ist diese Songzeile. Und Rot-Weiß sind die Farben des Vereins. Des Vereins, der Stadt. Danke, Annika. Sehr gerne. Das war die Dialekte-Hotline mit Kölsch. Und mich würde noch interessieren, welches euer Lieblingswort auf Kölsch ist. Schreibt es mir unten in die Kommentare. Kriege ich jetzt einen Kölsch? Klar. Yeah.